Hallöchen und willkommen zurück, meine Lieben, bei Animal Crossing. Ach, mal wieder so spät hier. Ja, wir haben es bald hinter uns. Ist ja nicht mehr so lange. Ich glaube, bis wann war das? Leuchtturmjob bis zum, weiß ich gar nicht mehr, 22. Genau, da habe ich es mir aufgeschrieben. Ha, ich wusste doch, irgendwo ist der Zettel. Ja, wir gucken mal eben nach der Post hier. Bald haben wir das hinter uns mit den Abendstunden. Dann können wir auch mal wieder ein bisschen eher hier rein starten. Nicht, dass es aufs Gemüt schlagen würde, weil es ist trotzdem irgendwie ganz schön immer. Aber wir wollen ja auch mal ein bisschen Abwechslung haben. So, ich gucke mal. Brief vom Museum. Ja. Hals eines Plesiosauriers. Haben wir den schon? Moment, ich gucke. Plesio-Hals. Den haben wir tatsächlich schon. Okay. Gut, dann können wir den verkaufen. Ich tue den mal irgendwo dahin. So, dahin. Dann haben wir was noch. Torso eines Stegosaurus. Auch da schaue ich mal eben, ob wir den haben. Stego, Stego, Stego. Wo haben wir den denn? Irgendwo haben wir den. Stego, Torso. Okay, haben wir auch schon. Na gut. Ja, die Liste ist lang und minimal unübersichtlich. Ja, so ein Riesenzettel randvoll mit Notizen. Das ist ja, ne? So, und was haben wir noch? Schädel eines Stegosaurus. Den haben wir auch schon. Okay, uns fehlt vom Stegosaurier tatsächlich nur noch der Schwanz, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir den mal komplett. Mal gucken, irgendwann kriegen wir den bestimmt. Ist ja alles auch nur eine Frage der Zeit, ne? So, von der Akademie des Schönen Hauses ist heute gar kein Brief dabei. Okay. Heute werden wir mal nicht bewertet. Soll mir auch recht sein. So, dafür gibt es aber heute mehr Geld. Das ist natürlich sehr schön. Was haben wir da noch? Haben wir den eigentlich gestern ausprobiert? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Den habe ich, glaube ich, noch ausgegraben, aber nicht mehr ausprobiert, oder? Hm, Moment, ich guck mal eben hier drauf, bevor ich das wieder vergesse. Orientlampe, die hatten wir doch gestern gefunden auch, ne? Oder? Moment, 19. ist heute, das ist von 18. Die haben wir doch gefunden, glaube ich. Bin ich mir zumindest sehr sicher. Haben wir die nicht noch irgendwo so hier? Weiß ich gar nicht. Orientlampe, ja, okay, ja, alles klar. Damit wäre das geklärt. Die haben wir tatsächlich ausgegraben. Okay. Dann teste ich mal eben den Geruiden, weil ich neugierig bin. Dieser Sound. Unfassbar. So, ablegen. Jawohl. Alter. Das... Ja. Okay. Macht auf jeden Fall einen netten Bass. Aber den möchte ich ja fast stehen lassen. Das ist völlig absurd hier. Das ist, ehrlich, das ist die beste Geräuschkulisse, die ich jemals gehört habe. Ist fantastisch. Völlig random. So. Bam, fetten Bass dabei. Wir machen hier unseren eigenen Techno-Track oder sowas. Ja, Skrillex am Arsch. Ich kann das selber. Ich remixe mit Guruin. Voll geil. Ja, lassen wir mal so, ne? Ist schön. Oh Gott, ich hau mal ab hier. Oh. Ja, wir gehen zum Laden. Okay, wir gehen einfach. Lalalalala. Lalala. Moment, was haben wir eigentlich? Wir haben Donnerstag, ne? Donnerstag, ja. Ich komme schon mit den Tagen durcheinander. Ich muss auch dazu sagen, ich komme momentan meistens so dazu, nur so ein, zwei, wenn ich Glück habe, mal drei Folgen hintereinander aufzunehmen. Das heißt, alle zwei Tage sitze ich hier, aber da kommt man sowas von krass durcheinander mit den ganzen Tagen auch. Ja, also fragt mich bitte immer nicht, welcher Tag gerade ist, weil ich habe keine Ahnung. Alles verschwimmt hier. Das ist eine einzige Masse aus Tagen und ich muss auch immer dreimal so gucken, so, warte, welche Folge hast du jetzt gerendert? So und so vielter Januar, so und so vielter Januar. Ich muss immer so dreimal die Zahlen kontrollieren und wenn ich dann aufnehmen will, muss ich auch mal kontrollieren, welchen Tag hatte ich jetzt das letzte Mal aufgenommen und welchen Tag muss ich jetzt? Und oh... Ich arbeite ein bisschen daran, einen, ja, ich nenne es mal vernünftigen Workflow wieder reinzukriegen. Momentan ist es aber mehr ein, ich arbeite daran, als ein, ich habe einen. Naja, aber das gibt sich auch wieder irgendwann. So, hallo Tom, du hast einen wunderbaren Workflow, ne? Dich brauche keiner. Ne, Dingens. Ach, ihr wisst schon. So, verkaufen. Jawohl. Jetzt hier mal. Genug dummer rumgequatscht. Erstmal ihr Sachen. Ne? Hasel, können wir loswerden? Ja, das haben wir alles doppelt. Die Stiefel gebe ich jetzt mal mit ab. Ich glaube, die kosten eigentlich Geld zum Entsorgen, aber ja. Tu die mal mit dabei. Wenn ich alles zusammenrechne, macht das 15.220 Sterne. Ist geil. Ja klar, verkaufen wir das.
21.000 noch was haben wir jetzt auf der hohen Kante. Sehr schön. Ja, nee. Mehr wollen wir nicht verkaufen. Moment. Wir gucken natürlich kurz. Ja, aber das ist jetzt aber nichts, was ich unbedingt kaufen muss. Also ist schon süß, aber nee. Weil ganz ehrlich, dann gebe ich lieber gleich mal ein Batzen Geld aus, dass das Haus abbezahlt wird. Das ist ein guter Plan, oder? Also seid ihr dafür? Ich hoffe mal, dass ihr dafür seid. Nutzen wir das lieber mal ein bisschen. Wir könnten im Übrigen... Moment. Sollte nicht die Aziza jetzt da sein? Ist das heute oder morgen? Irgendwann, die waren doch alle über Aziza am Reden, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Naja, wir werden es ja feststellen. Ansonsten fragen wir mal beim Wachtmeister nach. Der wird uns das schon sagen können. So, ich drehe mal ein kleines Ründchen hier. Ich guck mal ein bisschen rum einfach, ne? Einmal so überall hier. Hallo. Na du? Hey, wie geht's dir? Oder so. Oh ja, freut mich zu hören. Aber hey, denk dran, wenn du es zu weit treibst, ruinierst du deinen Körper oder so. Ja, ich weiß. Das haben mir ganz viele in den letzten Tagen gesagt. Ich sage nur, es ist wichtig, zwischendurch auch mal locker zu sein und nicht auszuflippen. Oder so. Ja, ist richtig. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir? Weiß nicht, was ist ein Job für uns? Nichts, ich habe nichts. Nada, Ziere und niente, nichts. Kann es sein, dass du dich mit Ansgar unterhalten hast? Der hat letztens genauso geredet. Später nochmal. Ja, okay. Wir kommen später vielleicht nochmal wieder. Was in unserem Falle eher morgen heißt. Ich glaube nicht, dass wir da gleich dann nochmal später rumgehen. Ja, ja, ja. Ja, ich... Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Eigentlich habe ich so gar keinen Plan heute. Oh, ein Igloo. Ja, komm, wir gucken mal eben. Einfach mal reinschauen. Kostet nichts und macht trotzdem Spaß. Wen haben wir denn da? Ach, die Bianca, ne? Hallo. Na? Oh, man sieht dich fast gar nicht, der vorlauter Topf. Hey, das ist mein neuer Topf. Also lass die Finger davon. Ich wollte doch gar nichts klauen. Mann, die haben aber auch alle Futterneid hier. Aber, Redmaker, hättest du Lust auf ein kleines Glücksspiel? In diesem Beutel ist entweder ein UFO oder eine Mosaikwand. Wenn du den Beutel mit dem UFO wählst, dann gehört der Inhalt dir. Völlig kostenlos. Wählst du aber den mit der Mosaikwand, dann musst du ihn mir für 3000 Sternis abkaufen. Boah. Was hältst du davon? Willst du es versuchen? Ach komm, wir machen mal einfach. Wir haben ja ein bisschen Kleingeld. Ist okay. Okay, prima. Also los, such dir einen Beutel aus. Welchen willst du denn? Rechten oder den linken? Ich nehme mal den rechten. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich Glück. Bist du sicher? Den rechten, ja? Wahnsinn. Echt. Richtig. Ich fasse es nicht. Wir haben eine Abmachung und ich werde mich dran halten. Bitte sehr. Ach cool. Haben wir das jetzt für Flower ein UFO bekommen? Das müssen wir mal wieder machen. Ja, solange es mich nicht kostet, gerne. Okay, wir haben ein UFO. Ja, ich kann das noch gar nicht in meine Wohnung stellen, weil alles mit Ruinen voll ist. Mist. Ein Kellerwärmer, fein, ne? Dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen unser Haus einmal erstmal noch regulär ausbauen. Also von der Größe her. Und ich glaube, danach kann man sich den Keller dann holen. Hallo. Guten Tag. Achso, jetzt bin ich hier gelandet. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber ist egal. Ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal eine elegante Sache. Weil... Ihr kennt das ja, dass manchmal so in einem Gespräch heißt es dann immer so, oh, wie viel hast denn du dabei? Gib mir mal das ganze Geld. Ja, dann mache ich doch mal, sorge ich doch schon mal lieber direkt jetzt dafür, dass ich weniger Geld habe und zahle einfach schon mal was vom Kredit und dann können wir gefahrlos sozusagen quatschen, ohne dass sowas passiert. Ja, bitte. Mist, ein Kunde. Also, was willst du? Ich würde gerne die Rate ein bisschen bezahlen. Ja, ja, du willst deinen Kredit abzahlen? Da zahlt auch mal wer? Ja, wir. Wir zahlen ab und zu. Zugegeben, nicht so häufig, wie wir sollten wahrscheinlich, aber ja. So, 128.000. Dann möchte ich mal... 10.000... Wisst ihr was? Machen wir 18.000. Haben wir noch so 3,5 über, das ist ja okay. Aber dann haben wir mal so einen etwas geraderen Betrag von 110.000 Sternis nur noch über, den wir abbezahlen müssen. Das klingt eigentlich okay. Ja, machen wir es mal so. Doch, ist ein guter Plan. So, bald sind wir unter 100.000. Das sollte hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Ja, immer gern geschehen, Peggy. Kein Ding. Willst du noch was? Nee, das war erstmal alles. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal wegen Briefen. Aber für den Moment war das erstmal alles.
So, jetzt laufe ich heute einmal hier komplett in der anderen Richtung durch die Stadt. Irgendwie laufen wir immer so im Uhrzeigersinn normalerweise, ne? Mal was anderes. Ein Ball, ja. Nicht ins Wasser fallen. Ja. Hep. Und hep. So. Den Ball gerettet. Sehr schön. Oh, kann man gar nicht lang. Kann man da lang? Da kann man lang. Okay, ich gehe mal eben hier oben gucken. Auch so eine Ecke, in die ich irgendwie seltenst reingehe. Hier wuchert irgendwann wahrscheinlich massenweise Unkraut und ich werde es niemals mehr merken. Das ist aber ein ganz schön dicker Fisch, ne? Komm, wir können ja mal... Ne, wir können ja mal eben angeln hier nebenbei. Komm, wir machen das mal. Ah, hepp. Ja, nah dran ist auch daneben oder so. Ja, weiß schon. Los. Geht doch. Na, was bist denn du? Ich habe einen Karpfen gefangen. Jetzt brauche ich einen Krapfen. Ja. Haben wir denn einen Karpfen schon abgegeben? Guck mal, haben wir nämlich noch gar nicht. Das ist schön. Dann können wir nämlich einmal bei Eugen rum. Das ist doch schon mal lohnenswert wieder. Und schon haben wir einen Plan, was man heute machen kann. So lobe ich mir das. Gut, dann gehe ich mal hier auch eben lang. Das hole ich mal auch eben. Was ist das denn? Was ist denn das hier? Was ist das? Oh, auf jeden Fall ein Fisch, der etwas beißfreudiger ist. Oho. Na hallo. Ich habe einen Keulkarpfen gefangen. Ahoi. Die sind tatsächlich mal ein bisschen seltener. Das finde ich jetzt natürlich super. Oh, das ist schön. Ja, gut, dass ich spontan mal hier geangelt habe jetzt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, da kann man was ausgraben. Okay. Ja, Moment. Aber erst hole ich mir diesen winzigen Fisch hier vorne. Oh, oder ich hau ihm den Köder auf den Kopf. Ist auch schön. Hep. Guck mal, Fisch. Ja. Anbeißen. Los. Oh nein, Mist. Ah, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Ach, die Ungeduld manchmal. Okay, so. Dann nehme ich das mal mit. Ich habe etwas ausgegraben. Ein Fossil. Yay. Haben wir noch nie gesehen, sowas. Noch nie. Niemals. Gut. So, gib mir mal die Angel wieder. Und das Fossil packe ich auch schon ein. Da. Einmal dahin. Danke. So, mal schauen, ob wir noch was finden. Hallo. Na, was rennst denn du hier so fröhlich rum? Hallo. Wie geht's dir? Hallöchen, einen schönen Abend wünsche ich dir. Ja, danke. Ebenso. Ebenso. Hey, hör zu, mir ist eben etwas eingefallen. Es ist wichtig, dass du ab und zu deinen Kopf einsetzt. Machen wir. Kriegen wir ihn. Aber ich bin vermutlich verloren. Oh nein. Ach, nein. Nein, nein. Sag mal, Redmaker, was gibt's Neues? Sprich mal mit mir einfach. Es ist heute so sonnig. Spürst du schon die Hitze? Es ist A, dunkel und B, liegt überall Schnee. Okay. Sieh ihr zu, wie ich die Hitze absorbiere. Ah, das ist meine Superkraft. Ah ja. Wahrscheinlich haben wir auch Winter, weil du alle Hitze absorbiert hast. Okay. Ich nehme das mal so hin. Ist das ein Fisch da vorne? Ich weiß das nicht. Guck mal. Ist das nur so eine Kante? Das ist, glaube ich, nur eine Kante, ne? Ich fühle mich verarscht. Ist hier irgendwo ein Fisch? Nee, ne? Okay, hier gibt es keinen Fisch. Na gut. Dann gehe ich einfach mal weiter. Ja gut, hier brauche ich die Angel jetzt nicht direkt, aber ich halte sie mal in der Hand. Gucken wir mal von unten nochmal am Wasserfall. Es ist irgendwie super entspannt, hier abends immer rumzulaufen, finde ich. Die Musik ist halt auch so relaxend, sehr relaxend. Da möchte man ja glatt selber zu einschlafen. Aber ich darf ja nicht. Ihr dürft, aber ich darf nicht, weil ich muss ja aufnehmen. Ja, ist ja eine Arbeitsteilung. Ich gehe mal eben kurz hier rein. Mal einmal schauen. Vielleicht gibt es neue Sachen. Na, hallöchen, Buff. Sicher, ja. Jedes Item ist verloren. Ich meine, wir wissen nicht, wem sie gehören, die Items. Du kannst sie alle haben, glaube ich. Ja. Oh, ich sehe schon. Wir haben nur Briefpapier. Ja, nee, komm, Briefpapier brauchen wir nicht. Dann gehen wir einfach. Nein, nein. Ich habe gedacht, vielleicht ist ja mal was Neues da oder so, aber... Mein Gott, man kann nicht immer Glück haben.
Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, immer gerne. Wo ich gerade hier bin, komm, ich frage mal eben wegen Aziza. Ich bin mal neugierig. Ich wünsche einen guten Abend. Bitte sei besonders vorsichtig, wenn du nachts alleine spazieren gehst. Die Dunkelheit kann so tückisch sein. Oh ja. Sag mir, wie kann Wachmeister Harry behilflich sein? Vorkommnisse? Irgendwas? Ich kann offiziell bestätigen, dass sich am heutigen Tag Aziza im Stadtgebiet von Redhügel aufhält. Ach was. Gemäß des von ihr eingereichten Antrags VP2309 für freischaffende Vertreter müsste sie sich zu dieser Tageszeit im Bereich von Feld F4 aufhalten. Ah, und das ist wo? F1234, da unten. Wir haben natürlich gar keinen Teppich, ne? Das war ja wieder smart von mir. Ja, wisst ihr was? Dann gehe ich jetzt doch eben beim Look rum. Oh, hoffentlich ist das dann nicht teuer. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Weil wenn ich jetzt einen Teppich kaufen kann, also ich regulär einen Teppich kaufen, meine ich jetzt natürlich, und dann noch zusätzlich 3000 bezahlen für einen neuen Teppich, weiß nicht, ob ich das hinkriege. Auf jeden Fall bin ich dann gleich erstmal pleite, denke ich mal. Na, wir gucken mal einfach. Wir können das UFO verkaufen. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ganz dringend, oder? Kann man sich sonst irgendwann auch nochmal über den Katalog angucken oder so. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also hoffe ich zumindest. Hoffe, das nimmt mir jetzt keine übel, wenn ich das jetzt einfach mal verkaufe. Ja, einmal da rein, bitte. Wir gucken mal einfach. Hallo, hallo Tom. Na, lange nicht gesehen, altes Haus, wa? Guck mal, wir haben was zum Verkaufen. Ja, ich würde gerne mal was verkaufen. Ja, nehme ich das UFO. So, dafür zahle ich dir 600 Sternis. Wow, das ist ja fast viel. Na gut. Naja, es war geschenkt. Da will ich mich jetzt nicht so, ne? Ihr wisst ja, geschenkten Gaul und so. Teppich, da haben wir einen. Sag mal her. Das ist ein Tonkachelein, wirklich schönes Stück. Wirklich, nee, anzeigen will ich nicht, aber 1680 Sternis. Ja, dann ist es eigentlich egal. Weil dann kann ich es mir eh nicht leisten. Nee, lass mal. Ja, doof halt auch, ne? Brauche ich halt wirklich gar nicht holen, weil... ja. Ist nicht. Ist nicht, haben wir nicht. So, vielen Dank. Komm mal wieder vorbei. Ja. Zu viel Geld haben wir leider nicht. Jetzt, das habe ich davon, dass ich den Kredit bezahlt habe. Aber hey, Kredit geht eigentlich auch vor. Das haben wir von den ganzen Teppichen und sonst was, wenn man sie ja eh irgendwo vernünftig hinlegen kann, ne? Ist ja auch ein wenig sinnfrei. Ja, gut, schön. Dann laufe ich jetzt doch irgendwie so ein bisschen meine Standardroute hier nochmal ein bisschen ab. Zumindest insofern, als dass ich jetzt einmal halt noch zum Museum rübergehe, würde ich sagen. Da. Ich mag das hier, spazieren zu gehen. Ist das schon mal aufgefallen, dass ich irgendwie voll selten renne? Also manchmal ja, aber meistens dann auch eher so zum Ende hin, weil ich denke, oh nein, wir müssen mal langsam Feierabend machen, aber... ja, so generell schlendere ich meistens, ne? Ich lasse mir irgendwie gerne Zeit hier. Ich genieße das. Ich hoffe mal, euch geht's da sehr ähnlich. So, mal eben kurz hier ein bisschen Runde drehen. Vielleicht ist ja hier noch was. Nö, anscheinend nicht. Okay. Hier vielleicht auch nicht. Nope. Nope. Hallo. Na, ist dir kalt? Gehst rein. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ist auch momentan ein bisschen arg frostig. Ach, na, guck an. Na, guck mal an. Was haben wir denn da? Ja, den brauche ich einmal. Den Schaufel. Wisst ihr Bescheid? Ein Fossil. Okay, das ist sehr schön. Und wapp, einmal zu. Das nehmen wir brav in die Hand. La. So schön. Okay, gut. Dann haben wir drei Fossilien. Die können wir gleich nochmal wegschicken. Jetzt bin ich einmal elegant ums Museum drumherum gelaufen, ne? Voll gut, ja. Doch, professionell kann ich. Hier ist nichts mehr, nein, okay. Gut, ja, dann, wie gesagt, gehe ich mal eben Sachen abgeben. Moment, ich kann ja schon mal eben hier Kreuzchen machen. Moment. Ein Karpfen war das, ne? Karpfen und, wo haben wir denn? Da, Koi-Karpfen. So, bei beiden schon mal Kreuzchen gemacht. Mal gucken, was der liebe Eugen dazu sagt. Hallo. Es ist so ungewohnt, mehrere Tage hintereinander irgendwann wach zu erleben. Willkommen. Ja, hi. Wir wollen nur ein bisschen was abgeben. Guck mal. Wir haben Sachen für dich. Da wirst du wieder deine Freude dran haben. Ja, so. Zeig mal, geben wir erstmal den ab. Den normalen Karpfen.
Huh, in der Tat. Huhu, ein Karpfen, glaube ich. Selbst gewöhnliche Fische stellen wertvolle Exponate dar. Sie sind alle Teil des großen Puzzles, das wir Natur nennen. Wir werden uns gut um diesen Burschen kümmern. Oh ja, sie können beruhigt sein. Sie können sich darauf verlassen. Das ist sehr schön. So, wir sind ihnen zutiefst unverpflichtet. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, das sie schiffen möchten? Ja, in der Tat. In der Tat, da haben wir noch was. Welches zweifellos unschätzbar wertvolle Exemplar halten Sie heute für uns bereit? Ja, jetzt halte ich fest. Da kommt jetzt ein Knaller. Na, was sagst du? Huh, in der Tat, huhu. Ein Koi-Karpfen, glaube ich. Manche Fische bringen einen höheren Preis auf den Markt ein als der Koi-Karpfen. Doch Koi-Karpfen sind auf eine unbeschreibliche Art und Weise etwas Besonderes. Das stimmt tatsächlich. Es fühlt sich an, als ob man das pure Glück gefangen hätte, wenn man einen Koi-Karpfen am Haken hat. Interessant. Was rede ich da eigentlich für zusammenhangloses Zeug? Gequassel beiseite. Sie können versichert sein, dass wir uns gut um diesen noblen Fisch kümmern werden. Das ist sehr löblich, mein Lieber. Sehr, sehr löblich. So ist es fein. Wir sind Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, das Sie schiffen möchten? Nee, jetzt leider nicht mehr. Wir haben alles abgegeben. Ihre Unterstützung wird zu höchst geschätzt, wahrlich. Ich hoffe inständig, dass wir weiterhin Ihrer Gönnerschaft versichert sein können. Ja, aber klar doch. Wir könnten demnächst mal so einen Tag einlegen, wo wir mal ein bisschen da rumwandern. So ein paar Sachen gibt es ja mittlerweile doch zu sehen. Zumindest bei den Fossilien. Da haben wir ja ein bisschen was abgegeben mittlerweile. Also viele fehlt nicht mehr. Ich habe gestern, glaube ich, auch nachgezählt. Ich weiß gar nicht mehr, 5, 6 Stück. Irgendwie so, glaube ich. 3, 4, 5, 6 Fossilien. Irgendwie so. Plus, minus, einer mehr oder weniger. Oh, guck mal, ich mache jetzt schon wieder einen Fehler, ne? Genau wie gestern. Ich quatsche mich hier total fest. Und vergesse, dass wir tatsächlich sogar ganz gezielt eine Aufgabe eigentlich haben. Ah, ich gehe mal ein Knöpfchen drücken, ne? Moment, da war es nicht. Hier unten war es, oder? Bin ich hier richtig? Ja. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ach, die Aziza, ja klar. Hallo. Ach, Mist, hätte ich jetzt gar nicht ansprechen brauchen. Ich komme aus weiter Ferne und verkaufe Teppiche. Du gibst mir einen Teppich und ein paar Stemmis. Dafür gebe ich dir einen sehr exotischen Teppich. Ich nenne das Tausch. Was hältst du davon? Möchtest du einen Teppich tauschen? Ich würde gerne, aber nein, kann ich leider nicht. Du möchtest keinen? Wie schade. Ja, zu schade. Man bekommt sie nirgends sonst. Ja, das ist ja das Schlimme. Das weiß ich ja. Du machst mich traurig. Ja, frag mich mal. Ich mache mich selber traurig. Ich werde wiederkommen, dir noch einen Tausch vorschlagen. Bis dann. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Beim nächsten Mal vielleicht. So, ich muss mal eben da rein. Gute Frau. Ich muss nämlich hier, ich muss arbeiten. Hier, pass auf. Wir arbeiten in 3, 2, 1... Feierabend. So. Riesenjob. Kurzarbeit und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber immerhin, also bisher haben wir es jedes Mal brav erledigt. Ne? Was tut man nicht alles für den armen kleinen Turtle? So, mit einem Blick auf die Uhr würde ich aber auch sagen, eigentlich kann ich dann, ja, bringe ich die Fossilien weg, also die Post eben weg, würde ich sagen. Jo, dann machen wir gleich Feierabend. Komm, ich spurte mal durch. Seht ihr, jetzt ist wieder genauso ein Moment, ne? Vorher immer alles so, ja, ja, chillig, alles ist chillig. Mhm. Richtung Ende der Folge, oh, wir bringen mal eben schnell, wir machen mal eben schnell, wir machen mal eben schnell. Dann fällt mir immer so auf, so, ja, muss ich noch Dinge machen, das ist immer so, ja. Da kommt dann immer der Stress auf. Na, Stress ist ja übertrieben. Will der jetzt nicht so tun, als würde ich mich hier gerade kaputt arbeiten oder so. Einmal da, einmal da, einmal da. Und da sind wir schon. Hallo. Hallo, liebe Peggy. Ich freue mich jedes Mal unfassbar darauf. So, Hallöchen, meine Gute. Ja, bitte. Mist, dein Kunde. Ja, was wollen wir denn? Briefe versenden wollen wir? Ein armes, genervtes Haschall. Ich habe ja fast Mitleid mit dir, aber nur fast. Okay, der Brief wurde akzeptiert. So, ist das alles oder willst du etwa noch etwas? Ich möchte tatsächlich noch einen versenden. Jetzt habe ich erstmal abgebrochen. Willst du jetzt was versenden oder nicht? Jetzt entscheide ich mal. Entschuldigung. Doch, diesmal ist aber richtig. Wie die rumzickt, nur einmal die falsche Taste drückt. Mann, Mann, Mann. Okay, der Brief wurde akzeptiert. So, ist das alles oder willst du noch was? Einen haben wir noch. Aber dann bist du uns jetzt auch gleich los. Okay, der Brief wurde akzeptiert. Ist das alles oder willst du noch etwas? Nein, danke. Ja gut, mach die Tür zu, wenn du gehst. Aber schnell bitte, ja.
Ich gehe ja schon. Das ist die liebenswürdigste Person, die jemals in diesem Dorf erscheinen wird. Obwohl, es gibt auch so ein, zwei Bewohner, die nicht weniger nervig sein können oder sehr arrogant oder was auch immer. Oder alles gleichzeitig, man, ne? Die schwankt ein bisschen. Es gibt auch ein paar, naja. Sagen wir bei mir nicht so sehr im Kurs sehr hochstehende Kandidaten. Und das ist jetzt maximal freundlich formuliert. Gut, was ich aber ebenfalls maximal freundlich formuliere, aber diesmal meine ich es auch so und ohne Sarkasmus, ist, ich danke euch natürlich fürs Reinschauen, weil wir machen jetzt erstmal Feierabend, würde ich sagen. Ist auch sonst nichts mehr groß zu tun hier. Ist eigentlich nie was groß zu tun, mein Gott. So, willkommen zu Hause Redmaker. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde gern speichern. Also known as die Folge beenden. Genau, machen wir. So, ja, dann wie gesagt, ich würde sagen, ich danke euch fürs Reinschauen. Und wenn ihr mögt, morgen gibt es eine neue Folge, ein neuer Tag in Animal Crossing. Wochenende steht vor der Tür. Mal gucken, was es da alles so gibt. Also würde ich sagen, ich bin weg und wünsche euch noch was. Bis vielleicht morgen dann. Tschüssi.